dieses Stadion drückt erstens genau das aus, ist fast ein Symbol für die Sportstrategie des Freistaats, nämlich Sachsen ist Sportland. Sachsen will nationale und internationale Wettbewerbe von Niveau. Sachsen möchte sowohl im Winter- wie im Sommersport eine Adresse in Deutschland sein. Ich sehe das ISTAF hier schon. Und zu einer solchen Sportstrategie gehören Sportstätten von diesem Niveau. Und diese Sportstätte hat alles, was du brauchst, um internationale Wettbewerbe durchführen zu können. Deshalb muss ich an einer Stelle widersprechen. Viele, auch meine Redenschreiber, haben mir reingeschrieben, die sollen sagen, toll für die Dresdner. Ja, aber das reicht uns nicht. Dieses Stadion ist toll für Gott weiß wie viele deutsche Spitzensportler und Breitensportler. Und ich vermute, ich hoffe, auch für europäische, vielleicht sogar für Weltmeisterschaften. Wenn es dann fertig ist, wird das hier für hoffentlich in ganz Deutschland eine Adresse sein, wo Spitzensportler sich beweisen wollen, ob auf der Leichtathletikbahn oder wie auch immer. Vielen Dank dafür. Wir bleiben weiter dran. Und ich wünsche den Bauleuten viel Erfolg, vor allen Dingen, wenn man das hier sieht, unfallfreies Arbeiten, was sie hier leisten müssen. Und ich hoffe, ich werde eingeladen zur Eröffnung. Dankeschön.